Bereithalten 10-10. Untersuchen Sie gemeldete Ruhestörung am ESA Plaza. 10-4 Zentrale. Adresse bestätigen. ESA Plaza. Wiederhole. ESA Plaza. Auf dem Dach fallen Schüsse. Ein Überfall auf das ESA Plaza. Wiederhole. Ein Überfall. Unterstützung an! Unterstützung! Sofort! Officer in Gefahr! Officer in Gefahr! 10-5, bitte wiederholen Sie! 10-5! Alle Einheiten, Notfall! Officer in Gefahr! ESA Plaza! Wiederhole ESA Plaza an alle Einheiten! Sie waren alle tot. Der letzte Pistolenschuss verhallt. Wie ein Ausrufezeichen für alles, was zu diesem Punkt geführt hatte. Ich nahm den Finger vom Abzug. Dann war alles vorbei. Damit das Ganze einen Sinn ergibt, muss ich 3 Jahre zurückgehen. Bis zu der Nacht, in der das Leiden begann. Damals war ich noch bei der Truppe, NYPD, Manhattan, Stadtmitte Nord, Hell's Kitchen. Wann wirst du endlich für mich arbeiten, Detective Pay? Damit ich für dich verdeckt in so einem Rattennest den Hals riskiere? Tut mir leid, Alex. Michelle und das Baby gehen vor. Siehst du? Meine letzte Zigarette. Ist nicht gut für das Baby. So kenne ich dich, Max. Ein wahrer Pfadfinder. Bis dann, Alex. Aber Poker am Donnerstagabend steht noch, oder? Darauf kannst du dich verlassen. Das Leben meinte es gut. Ein sonniger Sommertag neigte sich seinem Ende zu. Der Geruch von frisch gemähtem Gras, der Lärm spielender Kinder. Ich hatte ein Haus in New Jersey, eine schöne Frau und eine kleine Tochter. Ein wahr gewordener amerikanischer Traum. Schatz, ich bin zu Hause. Aber Träume haben die miese Angewohnheit, schlecht auszugehen, wenn man gerade nicht hinsieht. Die Sonne gab gerade ihr großes Finale. Die Dämmerung kroch bedeutungsschwer über den makellosen Himmel. Michelle, Baby, keiner zu Hause? Der Beginn der Show wollte mir nicht recht gefallen, aber ich saß auf dem besten Platz des Hauses. Erste Reihe Mitte. Ja, liebe Freunde, und damit ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Let's Play. Und heute, liebe Freunde, spielen wir einen Klassiker, einen Rockstar Games Klassiker von 2001, liebe Freunde. Das Spiel ist schon ein wenig älter, aber, liebe Freunde, ich hab's ein bisschen aufgepäppelt, ja. Hab ein paar Mods installiert und ein Reshad Preset installiert. Ist alles in der Videobeschreibung, falls ihr selber Bock habt. Und was soll ich euch sagen, Freunde, es sieht aus wie ein Remake. Nicht wie ein Remake, aber wie ein Remaster zumindest. Und das Spiel, wie gesagt, ist schon sehr alt, ist aber sehr, sehr bekannt. Es ist ein Klassiker und vor allem für eine Sache sehr bekannt, die Bullet Time, die wir auch aus Red Dead Redemption kennen. Ja, Red Dead Redemption ist nicht das erste Spiel mit diesem Element, aber ich glaube Max Payne auch nicht. Weiß ich gerade nicht. Aber egal, es ist Blind, liebe Freunde. Ich habe es noch nie gespielt und ich habe einfach Bock drauf, ne? Ich habe so viel Bock. Es gibt, glaube ich, 3 Teile davon insgesamt. Der dritte Teil ist auch schon ein bisschen her. Und man munkelt, Rockstar arbeitet an einem Remake von dem ersten und dem zweiten Teil. Okay, Freunde. Aber genug geschnabbelt. Alle Links in der Videobeschreibung, falls ihr selber Bock habt. Und jetzt würde ich sagen, stürzen wir uns ins Abenteuer. Wir sind gerade von der Arbeit nach Hause gekommen. Wir arbeiten bei der Polizei. Und es war ein schöner Tag in Manhattan. Wir kamen nach Hause und fanden Chaos vor. Und was zur Hölle? Was ist denn mit meinem... Du alter Spaghetti-Hals! Was haben wir denn hier? Eine hässliche Schmiererei auf den Wänden. Ein Vorbote zukünftiger Ereignisse. Es war eine Giftspritze, ein magisches Symbol voll diabolischer Bedeutung. Okay. Da... Weiß ich nicht, was war mit meiner Frau los? Die hatte da irgendwie... einen künstlerischen Anfall oder was? Schatz, das sieht nicht so schön aus. Machst das wieder weg, ja? Okay.
Freunde, ich kann euch ja mal kurz zeigen, wie das Spiel ohne den das Reset-Preset aussieht. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Passt mal auf, Freunde. Zack. So ist ohne. So ist ohne. Mit, ohne. Mit, ohne. Freunde, was soll ich euch sagen? Es ist einfach mega geil. Ich habe auch eine Over-the-Shoulder-Mod installiert. Das bedeutet, die Kamera ist eigentlich weiter weg von unserem Max. Ja. Und mit dieser Mod quasi sind wir ein bisschen näher am Geschehen dran. Fand ich auch sehr cool. So, und ich würde sagen, wir gehen mal ans Telefon. Hier ist Blut auf jeden Fall. Hören Sie, jemand ist in mein Haus eingebrochen. Rufen Sie die Polizei. Spreche ich mit Mr. Payne? Ja, jemand ist in mein Haus eingebrochen. Sie sind noch hier. Sie müssen unbedingt... Schön. Leider kann ich Ihnen nicht helfen. Wer sind Sie? Hallo! Oh, jetzt habe ich vergessen, das wieder anzumachen. Drücken Sie F1, um sich die Zwischensequenzen erneut anzusehen. Okay, alles klar. Warum hat sie mich angerufen? Sie hat mich angerufen, spreche mit Mr. Payne. Ja, schön. Ich kann Ihnen nicht helfen. Okay, cool. Was haben wir denn hier? Eine Pump-Action-Schrotflinte. Sehr schön. Ja, ihr seht, Freunde, wir können hier auch ab und zu mal ein Schränkchen öffnen. Und mit Sachen vor allem interagieren. Oh, und das Bild hängt schief. So, da ist der Jute Max mit seinem Kollegen Alex. The Hero Corps. Ja, das klingt nach mir. So, kann ich hier auch... Ja, ich kann auch den Fernseher einschalten. Aber kommt gerade nichts. Die Schweine haben das Fernsehkabel durchgeschnitten. Nein! Was? Hier ist nicht mein Baby anzufassen! Nicht mein Baby! Michelle! Michelle, ich komme! Ich wasche mir nur kurz die Hände und geh duschen. So, aber jetzt komme ich. Der Tod! Halt! NYPD! Fallen lassen! Du bist so gut wie... Boom! Und jetzt zeige ich euch mal was. Boom! Oh nein! Bitte Gott, nein! Was habt ihr mit meinem... Was habt ihr mit meinem Kind gemacht? Ihr Schweine! Draußen geht die Welt unter. Das ist schon sehr makaber mit der Spieluhr gerade. Das Fleisch der gefallenen Engel! Hier ist alles abgeschlossen. Okay. Nein, 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 oh Gott, bitte, Michelle! Auf, Baby! Das war vor 3 Jahren. Alles zerstört. In einem einzigen Augenblick. Die Killer-Junkies waren high auf einer bis dahin unbekannten Designer-Droge. Valkyl. V. Nach der Beerdigung sagte ich Alex, dass ich zur DEA wechseln würde. Wir brauchten 3 lange Jahre, um im Fall Valkyl etwas Licht zu sehen.
Dann endlich vor 2 Monaten gab uns ein Wucherer den Tipp, dass Jack Lupino, ein Bandenboss der Punchinello-Familie, ins Drogengeschäft eingestiegen war. Ich nahm eine andere Identität an und schlich mich in die schlimmste Mafia-Familie in New York ein. Ich kam aus der kalten Dunkelheit. Draußen lag die Stadt, ein grausames Monster. Langsam bahnte ich mir den Weg zu den ganz großen Fischen, versuchte zur Quelle der Droge vorzustoßen. Alex und BB bei der DEA waren die einzigen in dieser abgefuckten Stadt, die wussten, dass ich existierte. Hier BB, dringende Neuigkeiten, die Jack Lupino betreffen. Du musst dich sofort mit Alex treffen, Roscoe Street Station. Seit meinem Untertauchen hatte ich Alex nicht mehr gegenübergestanden. Das Quecksilber fiel ins Bodenlose, es war kälter als im Herzen des Teufels. Stecknadeln aus Eis regneten wie tödliche Pfeile vom Himmel. Jedermann suchte Schutz, so als sollte es kein Morgen geben. Auch als ich die Subway erreichte, war keine Besserung in Sicht. Das Gefühl traf mich wie ein Schuss aus nächster Nähe, mitten ins Gesicht. Irgendetwas stimmte hier überhaupt nicht. Ich spürte die Beretta unter meinem Mantel, aber die Türen des Zuges hatten sich bereits hinter mir geschlossen. Es gab kein Zurück mehr. Nächster Halt, Roscoe Street Station und Alex. Die Stimmung im Bahnhof war gedämpft. Alex war ein Geist, nirgends zu sehen. Ich musste nach ihm suchen. Ja, wir müssen nach Alex suchen. Okay, Freunde. Hier kann ich es euch auch nochmal richtig gut zeigen, ne? Das Preset mit und ohne. Wir haben sogar Spiegelung auf dem Boden, die wir vorher nicht haben, und auch an der Decke ein bisschen. Es ist einfach so cool. Personal only. Okay, gehen wir trotzdem rein. Roscoe Street atmete den Hauch des Todes. Ich musste Alex schnell finden. Das scheint er ja dann nicht zu sein. Was ist hier vorgefallen? So. Oh, wir sind hier gerade in einem Bad. Rockstar, ich vermisse hier was. Ich vermisse hier was. Was Schwarzes, Langes? So. Die Pillen würden die Schmerzen für eine Weile fernhalten. Nice, jetzt haben wir auch Schmerzmittel. Sehr gut. Ich habe die Einführung von dem Spiel auf jeden Fall schon gezockt. Da wird einfach nur ein bisschen die Steuerung erklärt. Und so weiter. Okay, aber hier scheint Alex nicht zu sein. Sollte sich Jake nicht um das hier kümmern? Er und Mickey haben etwas. Ey, Leute! Jo! Eieiei, der hält ja gut was aus. Okay. Jetzt kann ich schon mal die Schmerzmittel nehmen. Aber viel helfen die nicht. Ist schon geil, die Atmosphäre, muss man sagen. Ne, die Hintergrundgeräusche so. Das ist schon cool gemacht. Auch mit seinen Kommentaren im Hintergrund. Hey du! Hey! So. Okay, wir haben leider nur die. So, den ersten haben wir. Ich spring nochmal kurz gegen die Wand. Dass es diese Bullet Time einfach schon in Spielen von 2001 gab, ne? Es ist beeindruckend. So, was haben wir hier?
Have you seen this person, this missing person? Ich nehme an, das sind die Entwickler. The Voice of the Angels. Kong Whiskey makes you go ape. Es ist, ich finde das immer so geil, wenn die sich extra für Spiele so Marken ausdenken oder Logos und so. Das Details. Nice, Character. Hey Jungs! Jungs! Ja. Hey! Mach keine Witze! Hört ihr? Alles gut hier. Alles gut. Yo! Yo! Aha. Leg die nieder. Mein Name ist Max Schmerz. Aber Ruckel, Schmerz schreibt man doch anders. Ist mir egal. Mein Name ist Max Schmerz. Und ich habe Schmerzen im Herzen. Steht da irgendjemand? Ne? Was war das? Übrigens, die Stimme von Max Payne ist die Stimme von Joachim Tentsch. Yo. Die Stimme von Joachim Tennstedt. Nice. Shotgun. Die Stimme von Joachim Tennstedt. Ihr kennt sie vielleicht als die deutsche Stimme von Walter White. Ja. Welche Ironie, dass wir mit Walter White jetzt bei der DEA sind. So. Ist hier vielleicht noch irgendwo was versteckt? Ich nehme gern noch eine Dose. Und ich nehme gern noch eine Dose. Verdammt! Der Sound! Ich will gar nicht wissen, wie sie den aufgenommen haben. So, was haben wir hier? Subway Control Room. Die Schalttafel knackte verächtlich. Ich brauchte den richtigen Code. Er brauchte den richtigen Code. Ey, es ist so geil, diese Kommentare im Hintergrund, ne? Das ist so cool. Hast du was gehört? Nee, mach dich locker. To the trains. Da steht einer. Hey, du! Ach, verdammt! Okay, nochmal auf die Shotgun wechseln. Auch mit der Unschärfe im Hintergrund, ne? Das hast du normalerweise nicht, ne? Unscharf? Nicht unscharf. Oh, ich liebe das. Ich liebe das. Ich liebe das, dass auch die Fans das immer noch machen. Wo ist denn der jetzt hin? Ist der da reingerannt, oder was? Oh. Oh, 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 oh. Jetzt muss ich auch ein bisschen vorsichtig sein. Ich bin schon halb tot, quasi. Moin. Na du? Ruhst dich kurz aus. Ich hoffe, das ist nicht Alex. Oh ja, Schmerzmittel. Gleich rein damit, Junge. Auf der Suche nach Alex war ich mitten in eine groß angelegte kriminelle Operation geraten. Mhm. Operation, ja. Was wird denn operiert? Ein Überfall auf die Roscoe Bank. Wow. Yo.
Oh mein Gott, ich bin gleich tot. Ich bin... Oh Gott. Ich muss davon humpeln. Ich bin Max Schmerz, liebe Freunde. Davon habe ich eine Menge. Ach du Scheiße. Oh, das ist ja gar nicht gut. Ich brauche dringend Schmerzmittel. Dringend. Die Stromzufuhr zu den Gleisen war gekappt. Ich musste sie wieder einschalten, um den Zug bewegen zu können. Okay. Oh, Schmerzmittel, Schmerzmittel. Komm schon. Scheiße. Bin gleich tot. Sag auf Wiedersehen. Sie haben mich gerettet. Was ist denn hier los? Ein Massaker. Diese Killer tauchten aus dem Nichts auf. Wir brauchen Hilfe. Vom Kontrollraum im nächsten Stock kann ich anrufen. Können Sie mich hinbringen? Sicher. Klingt gut. Folgen Sie mir. Wir müssen uns beeilen. Bitte! Wie kommuniziert ihr? Ist das Gedankenaustausch oder was? Oh, ich brauche Schmerzmittel. Ist was dabei? Deinen schönen vollen Lippen, Junge. Ah, oh, das kann doch nicht sein. Er ist mit am Start. Komm, gib mir noch eine Cola. Die Luft ist rein. Hier entlang. Was zum... Hier was drin. Leute, bitte! Schön! Oh! Ne, ist wirklich kurz vorm Abkratzen, aber kann auch springen wie ein junges Reh. Sind noch zwei, aber die haben es irgendwie nicht mitbekommen. Oh Gott, oh Gott! Weg, 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 weg. Ich bin gleich tot, ich bin gleich tot. Ich muss erstmal runterkommen hier. Prima, prima. Oh, einer ist noch, ne? Schon hier irgendwo muss doch Schmerzmittel geben, bitte! Rechts oder links? Zu. Komm schon, Spiel. Oh, ja, 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 ja. Oh, Baby. Ich hoffe, meine Freundin hört mich nicht.
Schatz, es war nur Schmerzmittel. Oh, nice. Überwachungskamera. So, er verringt schon wieder sein Köpfchen. Das heißt, hier... Na komm, na komm! Ja! Ja, man sieht sogar die Überwachung hier, das ist ja cool. Der Zug leuchtete wie ein Weihnachtsbaum. Der Strom war wieder da. Oh, schön. Oh, Freund, ich bin so froh, dass wir Schmerzmittel haben. Okay, jetzt muss ich wirklich ein bisschen vorsichtiger sein. Alles ruhig, alles ruhig. Okay, keiner hier. Dann auf in den Zug. Drin. Okay, aber hier ist zu. Komme ich nicht vorbei? Okay. Wirklich unauffällig. Ich liebe das mit den Kommentaren im Hintergrund. Wirklich, es ist so geil. Ja, gut, das wird nix. Noch irgendwas? Nee. Okay. Oh. Yo. Boom. 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 Aha. Ich bin Max Schmerz, das hatten wir schon. Ach, jetzt bin ich hier. Ah, okay. Alles klar. Hier gibt's auch nichts mehr. Okay. Max Payne, Teil 1. Der amerikanische Traum. Kapitel 2. Live vom Tatort. Ja, die Ladebalken brauchen immer ein bisschen. Die verrostete Tür führte mich in einen verlassenen Teil des Bahnhofs, seit den 40ern geschlossen. In der Roscoe Street wurde ein Riesending gedreht. Vielleicht hatte mich Alex deshalb hier treffen wollen, vielleicht auch nicht. So oder so, ich würde es bald herausfinden.
Ich meine, warum sollte er mich hier treffen wollen, wenn hier gerade übelst viele Dudes rumstehen und mir das einfach auch nicht sagen? Okay. Gut, Freunde, aber ich würde sagen, wir finden raus, wie es weitergeht in der nächsten Folge. Hoffentlich treffen wir Alex. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns morgen zur nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao.